Mein erstes Momentum im Quatsch Comedy Club war emotional sehr prägend, denn es war nach der Veranstaltung, damals noch in Hamburg im Imperialtheater. Und ja, wir hatten unsere Bühnenarbeit abgeschlossen und dann sprach uns der Spiritusrektor himself, Thomas Hermanns, an, nach, auf dahingehend, also was wir so für Pläne für die individuelle Freizeitgestaltung hätten. Und wir sagten, wir wissen ja, wir waren noch nie. Und was machen wir denn nun jetzt? Und dann meinte er, es wäre kulturpolitisch sehr wichtig, den Safari-Club zu besuchen, da dieses Etablissement demnächst wohl geschlossen werden würden täte. Und dann sind wir reingegangen und das werde ich nie vergessen. Es gab eine Flasche Spritzschaumwein, ich glaube für 700 Mark. Das fand ich eigentlich ziemlich preiswert, denn es war wirklich sehr guter Schaumwein. Und auf der Bühne wurde Geschlechtsverkehr vollzogen. Und am meisten hat mich begeistert die Kopulation zum Rhythmus von Biene Maya. Also es erklang die kleine Biene Maya, die heißt Maya. Und dazu hat sich der männliche Darsteller so bewegt. Das war toll.